Das ist eine feine Ila. Das ist eine feine Ila. Ja, ich weiß. Bist du schon wieder juckig? Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions. Das ist der aufgeregte Ila. Komm mal her, Ila. Komm mal her. Psst. Wo? Weißt du, wo es halt hingeht? Heute geht's zur Mama. Ja! Das ist aber nicht zu halten. Ila, komm mal her. Ich hab noch einen für dich. Komm mal her. Willst du auch zur Oma? Ja, wo ist die Oma? So sieht's aus. Wir fahren heute in die Großstadt. Na, das heißt, wir sind gut bepackt hier. Oder ich bin gut bepackt. Ila hat gar kein Gepäck. Leichte Sache sozusagen. Und ich dachte mal wieder, nehme ich euch mal mit. Denn diesmal könntest du auch ein bisschen anders werden. Denn wir werden... komm mal her nochmal, Ila. Ich hab noch einen für dich, Ila. Komm mal her. Na, guck mal hier. Was jetzt, dann fahren wir heute mit dem Schuhschuh fahren. Schuhschuh fahren ist nicht so, ne? Wir müssen nämlich heute mit der Eisenbahn fahren. Ja, mit dem Zug. Der hundehassenden Deutschen Bahn. So ein Hals, aber nützt nichts, da wir in eine Großstadt müssen. Geht nicht anders. Und da dachte ich mir, war da vielleicht auch noch nicht dabei. Vielleicht erleben wir, im Zug erleben wir immer irgendetwas. Ich hoffe diesmal nichts Negatives. Und ja, das wird ein relativ ausgiebiger Tag für uns beide werden. Ich hoffe, dass wir das durchhalten. Also, ich will jetzt nicht übertreiben, aber es ist eine ganze Menge Asphaltlauferei dabei für Ila. Das ist das, was mich am meisten anbricht. Ich muss gucken, wo ich ihn irgendwo schonen kann. Ne? Reihenfolge wie folgt, zumindest ist es so der Plan. Rucksack ist jetzt schon voll, den machen wir ein bisschen leerer, indem ich zuerst zur Post fahre bei mir. Dann werden wir zum Autoteilehandel fahren, wo ich mir meinen Keilriemen für die Nähmaschine besorgen muss. Ich hoffe, dass sie einen haben. Und dann werden wir zum Bahnhof fahren. Und wenn wir das gemacht haben, dann werden wir schon 25 Kilometer hinter uns haben. Da hat Ila, ich hoffe, ihr habt Ila drauf, der fühlt sich hier gerade richtig wohl. Er genießt nochmal die grüne Wiese mit den Kienäppeln. Hol dir noch ein paar schöne Zecken, ja? Schönes Ding, Ila. Falls ihr sich wundern solltet, hinten rechts hinterm Ohr, wo die ganze Creme ist, was alles braun ist, das Desinfektion, der hatte mal wieder jetzt eine Zecke, habe ich leider übersehen. Wir haben ja jetzt aktuell jeden Tag hat er mindestens 4, 5, das ist Standard, aber... Ab und zu kommt es auch schon mal vor, nach bestem Absuchen, die verkriechen sich dann irgendwo in der Sofaritze und bespringen ihn dann abends, wenn ich nicht mehr geguckt habe. Das heißt, die sind mittlerweile schon teilweise so clever, die gehen zum Absuchen schon runter und kommen dann später wieder. Ja, Mistviecher. Daher der braune Punkt, nicht wundern. Und ich habe mir jetzt den Helm noch nicht aufgesetzt extra, denn heute wird es ist nicht besonders warm, wir werden so 10 Grad haben, aber das reicht zumindest. Dass ich mir meine Mütze unter dem Helm nicht aufsetzen muss. Und zu was führt das denn natürlich? Zu einem wunderschönen Abdruck meines Helms bei mir auf dem Kopf nachher. Das heißt, ich werde aussehen wie ein Punker. Daher dachte ich mir, setze noch mal ganz kurz, dass du es wenigstens noch einmal ohne gesehen hast. Denn ich habe mir extra rasiert. Wenn es in eine Großstadt geht, dann ziehen wir uns einen neuen Schlüpper an, haben wir uns rasiert. Auf das, man weiß ja nie, was passiert. Ja, gegessen habe ich tatsächlich auch mal was. Vielleicht werden wir vom LKW überfahren und dann kriege ich auf der Intensivstation ja nichts mehr zu essen. Das weiß man nicht im Krankenhaus heutzutage. Ja? Und wir sind also vorbereitet auf alles. Ja? Und dann gehen wir jetzt los, beziehungsweise fahren jetzt los. Ila ist schon... Ach, wir lassen Ila noch ein bisschen sich rappeln, weil der... wird nachher im Beton auf der Stadt nicht mehr so viele Freude haben, zumindest was das angeht. Ansonsten ist es für ihn ja natürlich immer eine willkommene Abwechslung, wenn wir mal zu Menschen fahren, das heißt zur Familie besuchen. Das verbinden wir manchmal auch mit Freunden, aber heute wird der Tag so lang werden, beziehungsweise ich fahre deswegen zu Muttchen, weil ich ihr bei einem Weg behilflich sein muss. Das heißt, wir werden in der Stadt auch noch unterwegs sein. Ja. Deswegen sagte ich, es wird eine ganze Menge werden. Müssen wir mal gucken, wie wir das aufteilen. Und so, weil wir jetzt hier draußen fahren, die Sonnenbrille, nicht weil es, wie gesagt, so super sonnig ist, sondern damit mir die ganzen Proteine hier nicht in die Augen fliegen. Und Leine habe ich erstmal noch im Rucksack. Wir machen das Ganze erstmal noch bis in der Stadt komplett ohne, wie gehabt. Daher heute auch kein Zuggeschirr bzw. keine Bike-Antenne vorne am Rad, denn Ila soll heute schön, wir wissen, das wird er nicht machen, aber ich möchte ihn nicht antreiben, irgendwo schnell zu sein, denn das ist, wie gesagt, eine ganze
ganz schöne Belastung für ihn. Nun dann, haben wir ihn noch rumgejammert? Ja. Wir haben das Licht mit. Wir haben eigentlich hoffentlich nichts vergessen. Das könnte ein langer Tag werden. Nicht wahr? Wie sieht's aus, Eli? Ja, sieht gut aus, ne? Auf dahin, gucken wir mal, was uns die Großstadt heute bringt. Den Abstand, den Eli da übrigens gerade läuft zu mir, zum Fahrrad, der ist von ihm frei gewählt. Das sind immer so Pi mal Daumen, 10 Meter. Und so sieht das dann in etwa aus, wenn wir auch in der Wildnis unterwegs sind. Das heißt, irgendwo im Ausland auf Tour, ein, vielleicht auch 3 oder 4 Tage mit dem Rad, ein kleines Trekking machen. Dann kommt es natürlich noch darauf an, was hat er, was trägt er noch. Ne, manchmal ist es ein kleiner Rucksack, je nachdem, wo wir gerade unterwegs sind. Aber das ist so ganz normal und das hat er sich von klein auf an selbst ausgesucht. Also das ist nichts, was ich ihm irgendwie beigebracht habe oder wo ich ihn irgendwo besonders führe. Das ist ein Ding, da kann ich mich nur darauf verlassen am Fahrrad und er weiß, es gibt keine Leine, dann sind das Pi mal Daumen 10 Meter. Das ist nicht das Gleiche, deswegen sage ich das hier nochmal, wenn wir beispielsweise, wenn ich möchte, dass er am Fahrrad per Fuß läuft. Das heißt, sind wir in einer Stadt unterwegs, beziehungsweise auch außerhalb der Stadt, bei mir auf dem Land, wenn ich wirklich will, dass er am Rad läuft. Dann hat er immer so seinen Radius von entweder direkt daneben oder bis 2 Meter Pi mal Daumen. Ne? Er, wenn ich ihn sozusagen nicht anhalte, irgendetwas zu machen und er weiß, er kann frei laufen, denn bleibt er am Fahrrad aber immer im Umkreis von Pi mal Daumen 10 Meter. Muss mir also keine Sorgen machen, dass er auch am Rad nicht davonläuft. Der war gerade bei mir ja links neben dem Rad, nur 1 Meter daneben. Komm mal her, Dicker. Wir müssen jetzt Strippi anmachen. Jetzt geht's auf Straße. Komm her, Ratte. Zick, zick. Ja. Thank you.
neulich erzählt, bei uns am See mit dem etwas schwierigen Campingplatz. Hier vorne am Ortseingang. Ja, Ilai, der hat nichts zu sagen. Hier vorne am Ortseingang ist auch noch so ein kleiner an unserem Yachthafen. Also es muss eine grüne Wiese, ne? Aber zumindest darf man da denn offiziell stehen. Alles gut, Ilai? Die folgenden 30 Sekunden habe ich noch mal drin gelassen, wegen der Thematik Leine, Hund, Verkehrsschilder, Hindernispfosten möglicherweise im Weg, ja, die dann natürlich zu potenziellen Unfällen führen könnte. Wie ihr hier wunderbar seht, ist das für uns heutzutage kein Thema mehr. Also zu 99,34% würde ich mal sagen. Ab und zu, das kommt ganz, ganz selten vor, da überseht ihr schon mal etwas. Ich glaube, das haben wir auch in einem Video mal gesehen, aber das ist sowas von selten, dass es fast nicht mehr erwähnenswert wäre. Nichtsdestotrotz achte ich natürlich immer drauf. In der Vergangenheit ist es übrigens nicht immer so gewesen, denn da hat es tatsächlich Unfälle gegeben. Die natürlich nicht im Straßenverkehr, sondern das habe ich bei mir im Wald geübt. Ilai ist, was das angeht, eigentlich immer ganz gut rausgekommen. Dabei, das kann man sich vorstellen, den habe ich sozusagen in Schutz genommen und habe dann den Sturz eher auf meine Kappe genommen. Das sieht man ja denn schon kommen, wenn es soweit ist, in einem Bruchteil von einer Sekunde. Und ein Sturz, kann ich mich noch erinnern, der war sehr schwer. Danach konnte ich 2 Tage nicht mehr laufen. Aber das sind auch Sachen, da lernt der Hund in jedem Fall. Da lernen wir beide daraus und deswegen sieht das heute so geschmeidig aus. Man muss immer dazu sagen, was einmal dahinter steht. Jeder Weg ist lang und schwer und der hat teilweise auch wehgetan. Das ist Pipi. Pipi ist auch gut, Ilai. So, komm, hier. Naturkautschuk, das könnte schwierig werden. Schön aufpassen, Ilai.
lief die Kamera jetzt aber eine ganze... Oh, 20 Minuten habe ich gerade gesehen. Das muss ich alles rausschneiden. Der arme Akku. Mal gut, dass wir 5 mit haben. Es hat natürlich etwas länger gedauert, denn wenn sich zwei Profis unterhalten, dann kommt eine ganze Menge raus. Ja, das ist Kfz-Meister wegen Kfz-Meister versus versus. Aber in dem Fall natürlich geht es um eine Nähmaschine. Ja, also es ist schwierig. Ja, denn normalerweise, also für alle, die es nicht wissen, so eine Keilriemen, geschlossene Profile, das ist aus dem Industriebereich, das gibt es eigentlich nicht mehr. Also grundsätzlich wird das in so gut wie keinen Fahrzeugen mehr so verbaut und schon gar nicht in den Qualitätsanspruch, wie ich ihn haben möchte. Das heißt Naturkautschuk. Ja. Wir haben jetzt nach langer Suche einen gefunden, nachdem ich einen Haufen paar Daten auf den Tisch geschmissen habe. Der soll bis morgen hier sein. Ja. Ist sogar keine kostenpflichtige Sonderbestellung. Ich bin sehr gespannt. Die Problematik ist bezüglich der Längen. Ja, wer sich dafür interessieren sollte jetzt, wer nicht, hört einfach weg. Aber im Industriebereich wären Keilriemen, also keine Keilrippenriemen. Ja, ich rede von einem klassischen Keilriemen mit einem V-Profil. Im Industriebereich wird immer das Innenmaß angegeben und im Kfz-Bereich wird immer das Außenmaß angegeben. Jetzt bin ich natürlich im Kfz-Laden, aber das Maß aus dem Industriebereich. Wir müssen also die Differenzen abrechnen. Das ist die Schwierigkeit. Ich weiß, aus dem Industriebereich ist es ungefähr 30 mm, die man addiert von dem Innenmaß, um auf das Außenmaß zu kommen. Bei einem 10er Profil im Kfz-Bereich, sagte er mir gerade, weil das habe ich nämlich selbst auch noch nicht ausgerechnet, ich habe auch nicht alle Daten im Kopf, aber er hatte gesagt, wäre es wohl 22 mm. Das ist natürlich Risiko. Ich habe jetzt einen bestellt, also er hat mir einen rausgesucht, das wäre der einzige passende. Gerade 10,37 ist hier. Ne? Und ich brauche ja einen 10,20er. Das ist das 10,37 Innenmaß und ich brauche einen 10,20er Außenmaß. Das heißt, der könnte theoretisch leicht zu kurz sein. Wir werden es wissen. Morgen früh stehe ich wieder hier auf der Matte. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und jetzt... wie sieht es ein bisschen auf hinten rein? Ja, ich weiß. Ne? Jetzt geht's zum Bahnhof. Ja? Sehen wir uns da wieder. Diese Fitness. Oh. Du hast so die Kamera am Radkasten gesteckt. So, die andere Seite rum. So ist es rein. Wir jetzt mal gucken, dass wir den kürzesten Weg zum Bahnhof nehmen. Schön, dass wir die Seite gewechselt haben. Können wir wieder rüber, Radweg zu Ende. Wir fahren die Straße wieder. Oh! Ja, komm rüber. Das ist aber nett, oder? Das ist
wir haben heute grüne Welle. Jetzt der dritte Führerschein, den er heute hat. Na? Wir sind jetzt schon beim 40-Tonner. Ja. Wir sind auch gleich da am Bahnhof. Alles gut, Eli, ne? Alles gut. Ja, sieht so aus. Akkurat, Eli. Wir haben es geschafft. Oh ja, dicker Ratte. Hast du fein gelaufen? Hast du richtig, warst du ein richtiger Blitzaffe, ne? Oh, der Blitz, Eli. Aber wir Blitze haben sonst nicht. Du musst aufpassen, hier liegt wieder Glas, Eli. Das wäre heute fatal. Hier ist alles voller Glas. So ein Scheiß, Assis mal wieder. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wann der nächste Zug fährt. Oh, Punkt 11. Damit verpassen wir bestimmt einen. Gucken. Schön ruhig bleiben. Oh, 7 Minuten. Kriegen wir den auch in 7 Minuten wieder? Das ist ja ein Brenner. Ich glaube nicht. Oh nein, jetzt muss ich mal beeilen. Ich muss noch beeilen. 2 Minuten gehen. Mann, ja. Oh nein, wo fährt denn die eigentlich? Welchen Bereich? Die Gemeinden? Kann nur 2 sein, ne? Aber jetzt müssen wir noch beeilen, die Leute. Thank you.
fahren jetzt ausnahmsweise mal mit der Regionalbahn. Ich habe mich jetzt für die entschieden, weil die einfach herkamen. So, jetzt nehme ich mal den Regionalexpress und da war bis jetzt jedes Mal Hammer Ärger bekommen. Ja, also das heißt, wir mussten den tatsächlich anziehen. Jetzt hat die Schaffnerin hier nichts gesagt. Netterweise, muss ich sagen. Ja? Außer, dass sie jetzt bemängelt hat, dass meine Karten falsch abgestempelt waren. Und was mich natürlich nervt ist, du ziehst als Erwachsener eine Fahrkarte, ganz normal, und hast einen kleinen Hund bei oder hast du ein Kind dabei mit einer entsprechenden Fahrkarte, was ich auch schon ziehen konnte, zahlst du nichts dafür. Aber hast du einen Hund, der nicht in eine Handtasche passt, musst du für den bezahlen. Und das finde ich ein bisschen... Nee, ist alles gut, du kannst ruhig sitzen machen. Und das ist natürlich ein bisschen unfair, finde ich jetzt. Das wäre, als wenn ich den Tourteilnehmern bei mir unterwegs auch ihren Hund in Rechnung stellen würde. Das mache ich nicht. Weil der macht ja keinen Mehraufwand. Der nimmt ja auch keinen Platz weg. Seht ihr ja auch. Und das finde ich das Groteske ist, wenn ich ein Wochenendticket ziehe mit Hin- und Rückfahrt, dann kann ich da, was man sich glaube, 3-4 Kinder mitnehmen. Ja. Inklusive für den Preis einer Erwachsenenkarte. Aber einen Hund kann ich nicht mitnehmen. Den muss ich mal bezahlen. Und das habe ich nicht verstanden. Ja. Also erleuchtet sich nicht für mich, aber gut, ist dann halt so. Ja. Wenigstens müssen wir nichts fürs Fahrrad bezahlen. Na? Wollen wir nicht zum viel rumjammern. Und wir haben jetzt 20 Minuten noch verfahren. Und ich wollte jetzt eigentlich Brötchen holen, also sollte ich jetzt, aber Mama hat mir gerade einen Text geschrieben, dass sie schon welche hat. Das heißt, zum Bäcker müssen wir nicht mehr fahren. Wir können gleich, wenn wir in der Stadt sind, durchwagen. Ich habe jetzt mich auch für den etwas längeren Bahnhof entschieden. Also es gab, kann in der Stadt 3 auswählen, die passen würden. Und ich habe jetzt die goldene Mitte genommen, da wir da den etwas entspannteren Weg fahren können mit hoffentlich weniger Verkehr. Das war nämlich der Hintergrund. Denn das Schlimmste an diesem Video wird diese ganze Verpixelei werden. Du musst ja jeden Mensch, jedes Kennzeichen, alles irgendwo wegixen. Da kriege ich eine Macke. Und deswegen habe ich jetzt mal den anderen Bahnhof genommen. Ansonsten wollen wir zum Hauptbahnhof fahren, weil da bin ich noch ein bisschen fixer durch. Ja. Gut, aber das wird schon passen. Der Preis ist übrigens der gleiche. Das hat keinen Unterschied gemacht. Auf dahin. Auch blöd, wenn man vergessen hat auszusteigen. Dass er sich ein bisschen zumindest im Herzen mit dabei ist. Das ist so, wie ich meine. Ja. Ja. Und dann sind wir auch gleich da. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Alles gut soweit. Dein Liebling, Ila, der Fahrstuhl. Mal hoffen, dass wir da mit der Kamera reinkommen. Das könnte ein bisschen knapp werden hier. Ganz aufpassen. Ja. Ring geht's, Ila.
Oh, ihr stinkt schön ab. Komm rein, Eli, in den Pisshaufen. Du musst rein mit dir, sonst geht die Tür nicht zu. So ist es fein. Schön da bleiben, Eli. Boah, Alter, ja. Pfui, deine. Aber das ist, hier ist völlig egal, ob wir an den Fahrstuhl gehen oder an das Treppenhaus. Hier stinkt es grundsätzlich wie im Klo. Ja? Kann man nicht erwarten, dass die Leute bis zum Busch gehen. Man muss in den Fahrstuhl pinkeln. Kamera, Kamera. Oh, hier ist alles voller Pisse. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. Oder ist das Wasser? Man weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Wasser. Oh, also nicht nur auf die Pisse. Es riecht wie Pisse. Und da muss ich rein, Eli. Das ist ja widerlich. Oh, nee. So, Eli, geh mal rum auf der anderen Seite. Nicht erst die Fußis hier. Und jetzt rum. Die Fußis. Und jetzt rum. So ist es fein. Oh. Jetzt haben wir es. Willkommen. Willkommen in der Großstadt. Da sind wir, da sind wir. Ja, wir sind in der roten Stadt. Freust du dich vielleicht? Nicht so, ne? Ich mich auch nicht. Also zumindest nicht auf die Fahrerei hier. So, Elinchen, bist du fit? Wartet mal, den muss ich euch zeigen. Komm mal rum, Eli. Wir fahren doch mal eine Richtung. Ah, da steht schon Polizei. Wissen wir, wo wir sind? Ne, komm mit, Eli. Hier, guck euch das mal an. Das ist hier. Alter, Mann, ist das auf der Kamera drauf? Hier steht, das ist der Kiosk am Bahnhof. Ja? Was ist das, Eli? Ist das Pipi? Ja, hier darfst du ruhig. Das sieht fitze aus, oder? Es ist zu ihr geschissen, zu ihr Müll, zu ihr kackt. Also, hier wahrscheinlich liegen hier 50 Spritzen drin. Die wollen wir alle gar nicht raustesten. Wir fahren nach rechts wieder. Jetzt kommen die noch besseren Ausblicke. Schlupsig. Oh, der Flieder blüht hier schon. Hier blüht schon Flieder, Eli. Meine Fresse. Hier ist schon lila. Ist ja auch Mai, ne? Dieser Flieder blüht noch nicht. Aber bei uns ist mal ein bisschen frischer. Kurz orientieren, wo wir jetzt den für euch günstigsten oder sagen wir es mal so, für mich am pixelfreundlichsten Weg fahren. Oh, ist gut. Ist gut. Also das heißt, mein Hinterrad stand eben, hätte von der Straßenbahn weggerammt. Deswegen bin ich schnell rüber. Ach, das ging ja gar nicht. Machst du erstmal Kaki, Eli? Dann machen wir erstmal Kaki, wenn es dir hier besser geht. Na, ist das eine Kaki-Ecke oder nicht? Ah, jetzt geht der Drama los mit der Stadt. Da geht er ja noch vorhin, ne? War gut, dass wir zu Hause waren. Geht's weiter, Eli?
Fahrstuhl machen wieder, der hat noch keinen Führerschein, da müssen wir warten. So, jetzt kann sich Papa mal ein bisschen ziehen, Lila. Hier bin ich hoch. Autobahn. Ist das drauf? Ich weiß es nicht. Könnte, ne? Wir sind in der Stadt, Landeshauptstadt. Man kann schon fast sagen Großstadt. Na? Ich glaube, die GoPro ist abgeklappt. Die GoPro ist abgeklappt. Kurz ausrichten. Oh, hier blüht der Flieder. Wir haben an einer guten Stelle anhalten. Ida. Wollen wir Mama ein Stück Flieder mitbringen? Am besten nicht das Stück, wo du da drauf gepinkelt hast. Sieht gut aus, hoffe ich. Jetzt sehe ich nichts mehr, aber das spielt doch keine Rolle. Oh, hier gibt es auch Tiere. Hast du sie auch, Eli? So, rum. So ist es fein. Komm mal rein, Eli, komm mit. Sieht gut aus, ja?
Da ist ein feiner Ila, da ist nochmal Pipi. So. Schön. Haben wir mitgebracht. Dankeschön. Ja, den musst du noch anschneiden. Ja, mach ich jetzt. So, Mama fährt mit der Straßenbahn weiter. Wir treffen uns dann wieder an einem gemeinsamen Punkt. Ich konnte sie immerhin ein paar Meter dazu überreden, dass sie auch mal zu Fuß läuft. Deswegen sind wir hier nämlich parallel gegangen. Sind nicht mehr viel, 2 Kilometer. Bisschen durch die Innenstadt. Wir fahren jetzt mit dem Rad und wahrscheinlich sind wir genauso schnell wie mit der Straßenbahn. Aber wir fahren Piano, wegen dem armen Ila hier. So, Ila, da haben wir jetzt wieder einen ganz anderen Gang drauf. Wir sind in der Umweltzone, Ila. Das ist Fahrrad. Wahnsinn, ne?
Wir sind schon da. Da seht ihr, mit dem Fahrrad ist es schneller als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Deutlich schneller. Ne? Oh ja, schön mitbekommen gerade. Ja, die Helikopterbrennnessel. Wisst ihr, was ich meine? Ja, herrliches Ding eigentlich. Mich hätte man damals einfach durchrennen lassen, um zu gucken, was passiert. Ja, wegen der Erfahrung halber, die ja nicht ganz unwichtig ist fürs Leben. Ja. Gut, hatten wir das. Wir warten jetzt auf Mama. Das Ganze ist bloß noch ein paar Minütchen handeln. Und danach gucken wir mal, ob wir denn zu Oma noch fahren. Ja? Schauen wir mal. Jo, da haben wir die Mama ganz schön durch die Gegend gescheucht, würde ich meinen. Ja, wir sind ordentlich gelaufen, da bin ich auch stolz drauf, dass sie mal ein paar Meter zu Fuß geht. Um nicht zu sagen, es waren jetzt natürlich auch ein paar Kilometer. Ne? Von Oma zu sich nach Hause, das macht sie sonst nicht. Ja, aber ich sage ja immer, Bewegung hält fit und dafür kann sie halt gut schlafen. Ich muss jetzt noch etwas, noch einen kleinen Weg machen. Das kläre ich allerdings alleine, was finanziell ist. Eli kann in der Zeit mal ausruhen, weil da habe ich gerade auch ein bisschen was zu futtern gegeben. Und ich mache jetzt sozusagen den Solo-Trip einmal kurz hier durchs Ghetto. Das dürfte hoffentlich relativ fix gehen. Und ich bemühe mich, dass ich mich nirgendwo unnötig lange aufhalte. Ja, das heißt also, wir gucken, dass wir das möglichst sportlich hinbekommen. So sportlich wie die GoPro-Halterung, dass ihr mitmacht. Nicht wahr? Na denn. Haben wir alles? Hoffen wir. Ja.
wunderbar funktioniert. Ging ratzifatzi, ja. Freue mich, wenn mal was funktioniert. Glatt läuft. Fahren wir wieder zurück. Bisschen runtergekommen. Fahr ja noch jeweils durchfahren. Dieses Ghetto von Magdeburg. Stadtteil nennt sich Olfenstedt. War damals zu DDR-Zeiten ein Plattenneubau. Ich denke, das ist 70er, 80er hochgekommen. Und hier bin ich tatsächlich mit aufgewachsen. Ja, man mag es nicht glauben. Ne? Mein Block steht allerdings schon längst nicht mehr. Ist abgerissen worden. Wie auch viele andere. Ich fahre dennoch hier durch, dass ihr mal einen Eindruck bekommt, vielleicht so ein bisschen. Ich hatte das schon mal auf Instagram, gab es einen Beitrag, den ich da mal verfasst hatte, wo ich hier mal so eine kleine Abendrunde, so ein Spaziergang gemacht habe, wo ich euch mal meine alte Schule gezeigt habe. Genau das ist das, was wir jetzt hier mal ganz kurz abfahren. Nur 5 Minuten, aber vielleicht kriegt ihr mal so ein paar Impressionen. Ich wollte tatsächlich, also das möchte ich wirklich noch machen, oder das werde ich machen, eine Stadtführung von Magdeburg mal bringen. Und zwar mit den historischen Highlights, allem drum und dran. Na, ich denke, dazu kann ich ein bisschen mehr sagen und das wird ein bisschen komplexer und möglicherweise auch deutlich interessanter für den einen oder anderen werden. Denn immerhin reden wir hier um die, wenn man das so sagen darf, um den ältesten Dom, zum Beispiel Kathedrale in Deutschland und Kaiser Otto natürlich. Das heißt, Europas Hauptstadt einmal gewesen. Ja? Es war nicht Rom, also auch mal, aber danach kam tatsächlich mal Magdeburg. Es gibt also ein paar Dinge, die man hier durchaus zeigen kann. Das halte ich für zeigen und erwähnenswert und deswegen werde ich das dann nochmal bringen. Aber heute ist das ein bisschen zu viel, denn das möchte ich natürlich mit Eli machen. Ne? Da nehmen wir uns mal einen ganzen Tag für. Und das wollte ich dann verbinden, indem ich dann noch vielleicht noch einen Freund mit besuche. Das heißt auch übernachte. Ich nehme mir dann ein paar Sachen mit irgendwo, wo ich denn hier penne, dass ich nicht dann gleich am Abend wieder zurückrennen muss. Denn möglicherweise wird die Führung ein bisschen intensiver werden. Ja? Aber nichtsdestotrotz, hier das Stück müssen wir uns dann nicht nochmal angucken. Das ist jetzt schon mal so ein kleiner Vorgeschmack. Das, ja, da war nur zu sagen, das Negative zuerst. Ja. Heute sieht es deutlich ansehnlicher aus. Ja. In den 90er Jahren war das ungefähr dieses Viertel, wo die kahlköpfigen Glatzköpfe nach der Wende kamen die erste auf. Ja. Wo die Arbeitslosigkeit hier kam, da war es hier ganz schlimm. Ja. Aber da waren wir dann auch schon so langsam wieder weg. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Kurz 5 Minuten einmal durch die Platte.
Das war damals zu DDR-Zeiten hier ein Jugendclub. Dieses Gebäude, was jetzt praktisch völlig verfallen ist. War eine sinnvolle Einrichtung, gab es einige von übrigens. Heute gar nichts mehr. Sieht man, ja, heute weniger Sinn. Leider. Eine Platte im fast Originalstil. Na, die Fahrstuhlschächte gab es damals natürlich nicht, aber die dürfte auch bald abgerissen werden, vermute ich mal. Und das, was hier rechts neu gebaut wird, wie gesagt, das stand vorher alles genau diese gleichen Dinge. Hier haben wir nochmal so einen schönen Prachtausblick. Ja? So sah das damals aus. Oder so sieht es ja heute immer noch aus, aber das ist einer der letzten, die noch original geblieben sind. Nicht weiter. Ich dachte, hier kann man rumfahren. Na ja, gut. Dann nehmen wir die andere Grabung. Oh nein. Die GoPros wären geblieben. Das ist ein bisschen nervig hier, ja? Aber der Arm ist doch zu schwer dafür eigentlich. Hier machen wir mal kurz einen Rundblick. Dann muss ich auf die andere Seite. Ein paar stehen ja hier noch, ne? Aber die Hälfte ist ungefähr schon weg. Kann man sich natürlich vorstellen, ne? Die damals deutlich alle dichter an, eng aneinander. Du wurdest richtig erdrückt von diesen Plattenbauten. An sich sind sie ja nicht so schlecht, wenn man den Sinn und den Nutzen sieht. Also schnellstmöglich einfachen viel Wohnraum für Menschen zu machen. Ist es ja nicht die schönste Variante, aber eine sehr effektive. Und dann diese Plattenstil, also diese Bauart. Ist bis heute, da hat sich das ja auch überall durchgesetzt in den ganzen Ostblockländern, ja, mit einer der ja, produktivsten, effektivsten, was das angeht. Aber natürlich trägt es nicht unbedingt zu einer guten Psyche bei. Na, du fühlst dich ja wirklich wie, man kann schon fast sagen, naja, Ghetto hat auch ein bisschen was wie Knast zu tun, ja, so ähnlich. Ist natürlich subjektiv, muss ich sagen, aber wie gesagt, da ich hier groß geworden bin, kann ich das, glaube ich, ganz gut beurteilen und ja, da bleibende Erinnerungen in jedem Fall vorhanden an sowas. Ja, ich sehe das heute auch mit sehr gemischten Gefühlen aufgrund dessen. Auch wenn das heute bunt aussieht und für den einen oder anderen natürlich ein bisschen wohnlicher, sehe ich aber dennoch immer die alten grauen Platten und für mich stehen die hier immer noch, auch wenn sie nicht vorhanden sind. Ja, die sind immer genäher, habe ich die immer noch vor Augen. Ja.
Jo, gut, aber das ist ja subjektiv. Ja. Drehen wir noch einen kleinen Block. Jetzt ist wieder ein Abgang gemacht. Das hier ist der sogenannte Sternsee. So ein kleiner Tümpel mitten im Ghetto. Ist ordentlich tief. War damals mal so eine Art Steinbruch. Und ja, man will gar nicht wissen, was da alles drin liegt. Kann man sich vorstellen in so einem Ghetto. Ne? Über Jahrzehnte lang alles Mögliche versenkt. Aber im Winter ist mal ganz interessant. Eine schöne Schlittschuhfläche. Und für Leute zum Einbrechen. Na, wir gucken uns das mal direkt aus der Nähe an. Ich glaube, ihr habt gerade das Beste verpasst mit der Treppe. Ja, Entschuldigung, ihr habt ja ein bisschen Laub dran. Es war ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel drauf ist, denn die GoPro ist gerade wieder abgestürzt, beziehungsweise Akku war leer und gleichzeitig ist sie eingefroren. Ich bin gerade die Treppe runtergefahren. Ich hoffe, dass es noch drauf ist. Ansonsten zeige ich es euch noch mal kurz. Und deswegen habt ihr nicht so viel mitbekommen können, weil die sehr steil war. Ich musste zusehen, dass ich da nicht selbst den Abgang mache. Vorsichtig. Hier ist aber auch doll eng. Das Baugerüst ist übrigens neu. Das kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, die Treppe dürftet da jetzt sehen, ne? Die wir gerade runter sind. Gut. Machen wir eine kleine Seerunde, wenn man das so sagen darf. Also ich muss sagen, der Bauzaun macht das Ganze jetzt ziemlich hässlich hier. Ganz so schlimm sieht es sonst eigentlich nicht aus. Es sind damals wohl, das kann ich nicht bestätigen, weil ich nicht dabei gewesen bin, aber sollen ja auch schon Kinder ertrunken sein. Sowohl im Winter auf dem einbrechenden Eis, deswegen gibt es hier mal riesengroße Warnungen. Das ist wirklich die einzige Wasserfläche hier weit und breit. Ne? Als auch im Sommer beim Baden, nämlich der hatte noch mal ein bisschen mehr Wasser, also vor einigen Jahrzehnten. Und da haben welche von ganz oben von der Klippe, die ist jetzt auch abgesperrt, sind runtergesprungen. Und hier gab es noch einen anderen kleinen Sprungturm, so einen provisorischen, der mal gebaut wurde. Naja, und wenn natürlich Steine im Wasser liegen, kann man sich vorstellen. Ja? Möglicherweise eignet sich das Ding ganz gut zum Tauchen. Ja? Also der ist wirklich tief. Ich kann euch die Tiefe nicht sagen, ich recherchiere nochmal. Aber es war einiges an Metern. Ne? Gut,
da es gerade ein bisschen sonnig ist, lohnt sich hier der kleine Ausritt. Deswegen mache ich das gerade nochmal, so eine Mini-Führung. Und weil ich Mama und Eli ein bisschen Ruhe gönnen möchte. Ansonsten wäre ich jetzt hier nach 15 Minuten schon wieder zurück gewesen. Und die können sich ruhig mal ein bisschen entspannen, bevor es wieder losgeht. Wisst ihr, ja. Deswegen nutzen wir die Zeit gerade mal ein bisschen hier für so einen kleinen Ausritt. Ja, da sind wir wieder. Ja, was heißt wieder? Es geht los, zurück. 20 Uhr haben wir schon. Ja, haben wir den Tag gut rumgebracht heute in jedem Fall in der Stadt. Geht jetzt gleiche Stelle, gleiche Welle. Wobei ich fahre jetzt einen anderen Weg zurück in jedem Fall. Verkehr dürfte jetzt ein bisschen weniger geworden sein, hoffe ich zumindest. Und zur Abwechslung meinen anderen Weg. Dann geht es wieder zum Bahnhof. Das gleiche wieder. Und dann kommen wir irgendwann wieder in unserem Coolnest an. Ich müsste jetzt eigentlich noch was einkaufen, theoretisch, aber da ich ja morgen früh meinen schönen Keilriemen abholen muss, da freue ich mich richtig schön drauf. Da muss ich auch früh los, mache ich das alles lieber morgen. Also für alle, die sich gefragt haben, warum heute der große Rucksack überhaupt? Das war nicht wegen den Paketen. Ist doch gut, Eli, es geht doch gleich los, ja. Sondern ich hatte ja Wäsche mit. Da ich ja gesagt habe, dass ich keine Waschmaschine bei mir zu Hause habe, muss ich ja doch ab und zu mal 70 Grad, ne, was ich so habe. Und das sind Handtücher und Bettwäsche und Eli seine Decken. Eli, jetzt ist aber aus. Das glauben wir doch nicht. Und ich habe, mit dem Auto war das vorher kein Problem. Mit dem Fahrrad ist es jetzt ein bisschen größer, das Problem, weil halt nicht mehr so viel reinpasst, logischerweise. Das heißt, ich habe jetzt drinnen im Schlafsackfach nur Eli seine Decken. Das sind drei Stück, die sind jetzt frisch gewaschen. Sind zwar nicht mehr ganz so sauber geworden, wie sie mal waren, aber immerhin sauberer, als wenn ich sie von Hand wasche. Und dann habe ich noch ein paar Handtücher. Ja. Und mein Bettzeug, das muss ich jetzt einfach mal, das hat nicht mehr gepasst. Ja, aber ich sag mal, allein lebst, spielt es jetzt eh keine Rolle, ob du das Ding jetzt 4 Wochen drauf hast oder 7 Wochen. Das wollte ich jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber so sieht's aus. Ja, gut, auf dahin. Ja. Bist du fit, Eli? Geht's auf die Katze. So, Rhabarber. Hast du noch Pipi? Muss man was anderes einfallen lassen, irgendwie, ne? Das ist ja auch. Na gut, wollen wir nicht rumjammern. Hm?
Das gibt's doch nicht, ey. Das ist ja... Das ist... Jetzt wird's aber langsam wirklich nervig hier mit dem Ding, ne? Was haben wir angestellt, Eli? Oh, das ist schon fest. Fester kann ich's gar nicht anziehen. Hier, das ist komplett Ende am Gewinde. Ich glaube, wir machen das Ding noch kaputt. Komm her, Eli. Doch, habe ich gesagt, beim Fuß. So ist es fein. So, mal kurz überlegen. Halt. Wo wir lang düseln. Jo. Das ist doch mal ein richtig gemütlicher Bahnhof hier, oder? Würdet ihr gerne mal im Dunkeln lang gehen wollen? Ganz bestimmt, ja. Ein schönes Ding. So, ihr Mädchen. Guck mal. Das war jetzt hier wieder so ein Fahrschein holen. Wir hätten vielleicht mal gucken sollen, wann der nächste fährt, aber das werden wir gleich sehen. Oh, das läuft aber zumindest zeitlich ganz gut, ne? Hoffen wir, dass der Zug pünktlich ist und nicht zu früh kommt. Dann haben wir jetzt noch 4 Minuten. Das schaffen wir ihn, ne? Also es war auch angenehm, ja, es gab keine Probleme.
Aber diesmal haben wir den Klassiker gehabt. Ich wollte das nicht filmen, weil ich hätte sie sowieso verwechseln müssen. Aber der Schaffner, ne? Wie sieht es denn aus mit dem Maulkorb? Aber ich habe ich natürlich bei rausgeholt aus dem Wohnzimmer und gesagt, naja, ich muss die Frage ja stellen, aber ich kann verstehen, ihr mag das bestimmt nicht. Aber ich sage, nee, da sind sie sehr tierlieb, haben sie recht. Dann dreht er nämlich völlig durch. Und dann hat er gesagt, ja, ich muss es aber, ich sage, alles gut. Ja, wir hatten das aber, das war die freundliche Variante. Danke, das gibt es auch. Also an die Mitarbeiter, die so sind, Daumen hoch. Und dann gibt es natürlich aber auch die, die sagen, sofort aussteigen. Ja, das ist, interessiert die denn herzlich wenig, auch wenn das Tier praktisch nichts macht und der lag ja die ganze Zeit unterm Stuhl, wisst ihr? Also das ist, aber gut. Jo, jetzt haben wir schon ein bisschen dunkler und wir werden mal, dann sind wir hier schön hier bleiben wieder. Wir werden jetzt natürlich noch auf Lichtbetrieb umstellen. Ich darf ja nicht vergessen, dass wir das Ding wieder zumachen. Ja, Ila, du hast schon wieder hungrig. Ila will schon wieder ans Futter ran. Du musst aber noch warten, Ila, das gibt's jetzt zu Hause. Ich hätte jetzt noch Bock gehabt unterwegs, dass wir in Magdeburg an so einen kleinen Imbiss fahren, weißt du? Wo ich noch ein bisschen Futti machen kann, wo wir kurz vorm Bahnhof vorbeigekommen sind. Der hat eigentlich ganz gute Hamburger einmal gemacht, frische. Aber tatsächlich war der zu, warum auch immer. Ja, und jetzt in den Fastfood-Lokal fahre ich definitiv nicht. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier noch was... Ich glaube, in Borg verhungerst du noch eher als in Magdeburg um die Zeit. Brauchen wir eigentlich gar nicht gucken, ja. Aber ein Versuch wäre es vielleicht mal wert. Das wäre mal ganz interessant, weil sowas mache ich ja normalerweise auch nicht, dass ich um die Zeit jetzt hier lang fahre und nach Essen suche. Das hat es eigentlich noch nie gegeben, solange ich mich da entsinnen kann, weil es wahrscheinlich vergeblich ist. Aber den Spaß machen wir ruhig mal. Die Zeit haben wir, beziehungsweise die Zeit nehmen wir uns. Denn muss ich mir keine Armut machen heute. Das wäre natürlich vorteilhaft. Ja? Und du bist auch noch fit. Ja, ich weiß, Eli. Aber ich glaube, die Chancen stehen ganz schlecht dafür. Ich wüsste gar nicht, man könnte eine Fußgängerzone mal versuchen. Ja? Aber wir sind hier ja im Bahnhof. Eigentlich müsste es ja direkt was geben, ja? Ziehen wir uns jetzt mal rein. Oh, hier ist eine neue Packstation. Ah, das ist wahrscheinlich eine mit App-E-Mail, ne? Was? Eine App-gesteuerte? Oh nein, das ist noch eine mit Bildschirm. Na denn. Gut. Welche Nummer? 172. Das müssen wir uns merken für den nächsten, für das nächste Fehlgeleitende. Normale Preise, ein Keep-Up für 8 Euro? Also ein normaler jetzt, nicht ein Mini, ne? Klasse Tüte, Eli. Klasse Tüte gekriegt. Das wollten wir nur gar nicht haben. Gut, wollen wir nicht meckern? Wir haben Futti. Wir haben Futti. So, Eli. So, dann sollen wir uns jetzt erstmal kurz hier auf die Faust nehmen und ganz interessanterweise, er hat ja einen sehr guten Ausblick aus seinem Pavillon, ne? Hier schleicht im Park jemand rum mit schwarzen Kapuzen-Sweatshirt, ja, tiefen Blick nach unten, steigt hier einer draußen raus aus seinem SLK, hält hier an, geht zu ihm hin, kauft wahrscheinlich Briefmarken, ne? Und fährt wieder weiter. Finde ich schon ganz interessant, dass die Polizei in der Fußgängerzone Radfahrer anhält, die dort potenziell Fahrrad fahren könnten.
Aber hier, in aller Öffentlichkeit, ohne Probleme, ja. Also das sieht ja so Blinder mit einem Krückstück. Ich würde sagen, wenn ich mich hier eine halbe Stunde hinstelle, dann kann ich mindestens, ich weiß nicht wie viele davon, wisst ihr, was ich meine, ja. Geht mich ja nichts an, sollen sie ruhig machen. Aber ich finde die Verteilung der Ordnungshüter, beziehungsweise die Gründe, die sie finden, um einen, versteht ihr? Da passt die Relation auch nicht ganz, oder? Aber gut, das... Ich bin ja nicht so oft hier, im Dunkeln, glücklicherweise. Wobei, dunkel ist ja noch nicht, Dämmerung, ne? Aber man kann hier eine ganze Menge erleben. Ja, möglicherweise vielleicht selbst einer der Staatsdiener, wisst ihr? Jo, ich will euch auch nicht zu lange filmen, sonst haben wir nachher noch sowas hier live auf Kamera und dann kriegen wir ein Problem möglicherweise, weil wir involviert sind. Zeuge eines Verbrechens, wisst ihr ja, sowas sollte man tun, nicht lassen. Nix gesehen, ja, nix gesehen. Ich stelle mich am letzten hier vors Bild, Eli. Guck mal, was der Papa hat. Oh ja, ein Dürüm. Habe ich hier noch nie geholt. Das testen wir jetzt ruhig mal aus. Kenne ich nicht. Also hier meine ich. Ne? Ich glaube, in Burg habe ich auch grundsätzlich noch nie ein, ich weiß nicht, habe ich hier schon mal Fastfood geholt? Nicht, dass ich mich entsinnen kann, tatsächlich. Und jetzt müssen wir, das ist ja, oh nee, erst Plaste und dann Alu. Es wird immer schlimmer. Jetzt haben wir hier beiden, was ist hier in dem Mülleimer? Ja, da vorne. Gut, aber das haben wir uns jetzt mal verdient. Also ich mir. Und Ila kriegt natürlich auch gleich was. Spätestens zu Hause, aber wahrscheinlich hier gibt es auch einen Habuschmago. Denn ich hatte eigentlich vorgehabt, heute mit Mama in der Stadt irgendwie was, so einen Snack zu nehmen, wisst ihr? Mm. Aber Mama war pappelsatt, weil ich sie zu Fuß durch die Gegend gescheucht habe. Sie hatte sich den Tag anders vorgestellt. Sie dachte, sie fährt mit der Straßenbahn. Ja, aber nicht mit mir. Und da hat sie keinen Bock gehabt. Sie hatte keinen Bock mehr auf irgendetwas, leider. Sonst hätten wir noch wohin gehen können, ja. Aber das machen wir möglicherweise mit dieser Stadtführung. Das können wir uns ruhig mal gönnen da, ja. Das inkludiere ich. Kann man soweit erstmal essen. Geht. War jetzt allerdings genauso teuer wie die Bahnfahrt. Also fast. Ja. Gut, wenn man nicht jammern, ist was Warmes. Und ich erspare mir heute Abend mal was zu kochen. Ausnahmsweise. Das passiert ja sonst selten, dass ich mir sowas kaufe. Wobei, selten ist ein guter Ausdruck. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal gewesen ist, aber es ist sehr, sehr viele Monate her, würde ich jetzt mal schätzen, ja? Gut, ja, du wartest schön, ich bring mal kurz den Müll weg. Schön bleibt mich das Fahrt sehen. Und dann gehen wir jetzt mal schon ein bisschen in die Richtung, wo wir hin müssen. Wir hatten das ja letztens, ja? Burg, Stadt der Türme. Hier haben wir nochmal so einen. Der ist jetzt natürlich wahrscheinlich für die Dampflokomotiven gewesen, vermute ich mal ganz stark. Ja, der Wasserturm. Und hier haben wir einen. Ein technisches Denkmal. Hier steht Eisenbahndrehkran. Baujahr 1849. Letztes erhaltenes Gerät dieser Art in der DDR. Gut, also die Tafel ist offensichtlich schon ein bisschen älter, ja. Aber wir haben hier den letzten Eisenbahndrehkran dieser Art. Und wenn es das letzte in der DDR war, also vermutlich ist es auch das letzte in Deutschland sein. Man weiß es nicht, aber steht hier scheinbar schon eine Weile. Jo. Ich kann euch in Magdeburg am Handelshafen, das wäre jetzt die Stadtführung in Magdeburg gewesen, da wüsste ich so ein ähnliches Geschoss, was da steht tatsächlich. Der sieht allerdings ein bisschen schicker aus, ein bisschen neumodischer. Wahrscheinlich ist der denn nicht so alt, ne? Na,
Lass mal was abgeben, dann guckst du traurig. Willst du mal abbeißen, Ilan? Guck mal hier. Beiß mal rein. Super, Schmacko? Hau rein, Ilan. Ah, ich hätte den jetzt Disclaimer bringen müssen. Alle Tierärzte wegschauen. Einen hast du noch. Ja, rechts die Ecke. Hier ist mit Fleisch, Ilan. Ja. Oh. Der hat eine Orange reingehackt hier, Ilan. Jetzt reicht's aber. Das ist für mich, Ilan. Du kriegst zu Hause was. Das glaube ich ja nicht. Reiß dir den kleinen Finger hin, ey. Mein Gott. Halt mal, Ilan. Auf dieser ganzen Strecke stehen ja drei Laternen, wenn ich das richtig gezählt habe. Die sind alle noch aus jetzt. Ich kann nur hoffen, wenn jemand hier im Dunkeln lang geht, für den, dass sie denn hier an sind. Die Strecke, die könnte etwas... Hier ist gleich der Friedhof, ne? Guckt ihr hier? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ist jetzt nicht so romantisch. Würde ich jetzt alleine nicht unbedingt bevorzugen, ja? Vor allem, wenn ich jetzt gerade mitbekomme, was da vorne so abläuft. Oha! Soll man das noch bringen? Das nehmen wir noch mit. Pass mal auf. Ach so, für alle, die der westlichen Propaganda unterliegen. Ich muss mich jetzt vorsichtig, was ich ausdrücke, sonst wäre politisch. Das könnte jetzt einen subjektiven falschen Eindruck machen. Das ist jetzt eine neutrale Beobachtung, die wir gemacht haben. Weise ich darauf hin, ja? Ich werde das nicht kommentieren. Also ich versuche es nicht zu kommentieren. Und das ist hier eine Gedenkstätte der sowjetischen Helden. Muss man dazu wissen, hatten wir in der DDR einen ganzen Hintern voll. Und zwar so viele, dass es eigentlich praktisch nichts anderes mehr gab von diesen Gedenkstätten. Möglicherweise hat der Friedhof dazu auch eine Assoziation. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Ist schon ein bisschen dunkel. Ich hoffe, die GoPro kann auch was sehen. So, wir verzichten jetzt mal auf dieses obligatorische Panzer-Selfie. Und ja, das haben wir kyrillisch uns fast erwartet. Zwischen 1945, 46, 42, das kennen wir, hatten wir, war damals hoch und runter. Brauchen wir uns nicht mehr anschauen, aber seht ihr ja, hier ist eine ganze Menge Platz dafür in Anspruch genommen worden. Das ist hier der deutsche Ehrenfriedhof, gleich gegenüber des sowjetischen Heldenfriedhofs. Dann müssten wir jetzt ja hier, ich sehe schon, genau, wir finden jetzt hier deutsche gefallene Soldaten. 45, 44, richtig. Na, das nenne ich mal in diesem Falle, wenn man das so sehen möchte, ein ausgeglichenes Maß. Na, wir haben jetzt auf beiden Seiten sozusagen, wisst ihr, was ich meine? Na? Zu DDR-Zeiten war das nicht selten so, dass es ziemlich einseitig gewesen ist. Sprich, ich kann mich entsinnen, ein Sowjetdenkmal neben dem nächsten. Oh, hab mir einen Fahrradhandschuh eingesaut. Hm. Ja. Okay, den haben wir noch mal kurz mitgenommen. Ja, es ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen dunkler geworden. Die Lichter sind hier gerade angegangen auf dem Weg. Das funktioniert. Und genau wie vorhin, wo wir gewesen sind, in der Platte, endet es hier auch wieder in der Platte. Wir stehen hier neben so einem Altenheim, komplett die Plattenbausiedlung. Wobei enden wird es natürlich logischerweise bei uns im Wald. Wir haben noch ein paar Kilometer. Deswegen melde ich mich jetzt schon mal, falls dann nachher nichts mehr sehen werden. Also ganz bestimmt werden wir nichts mehr sehen, weil es wird jetzt dunkel. Und wir hatten einen ganz entspannten Tag. Es ist zumindest nichts Negatives vorgefallen. Das meinte ich mit entspannt. Und das ist jetzt schlecht für den Actiongehalt solch eines Videos. Ich weiß, aber zumindest ist es positiv für uns. Ja, denn wenn man in eine Großstadt fährt oder zumindest wenn man den heimischen friedlichen Wald verlässt, relativ friedlich, dann kann ja doch schon immer mehr passieren. Ja? Und das war glücklicherweise nicht der Fall. Das freut mich. Und wir konnten alles erledigen, was wir auch erledigen wollten. Das hat auch gepasst. Von daher alles gut soweit. Und das, was ich auch angesprochen hatte bezüglich der Stadtführung, das werden wir in jedem Fall machen. Also das können wir jetzt schon hinter die Löffel schreiben.
Dominik wird eine Stadtführung von Magdeburg machen, mit wahrscheinlich mit dem Fahrrad und natürlich selbstverständlich mit Eli. Den Bereich werde ich mir noch anschauen, wo sich es aufhalten wird, wegen dem zeitlichen Rahmen. Ja. Und das gucken wir uns auch einen entsprechenden Tag aus. Ja. Das wird jetzt nicht gleich morgen sein, aber wenn es soweit ist, dann werdet das sehen. Ja. Und ich verbinde das natürlich wieder mit solch einer Fahrt wie heute. Das heißt also grundsätzlich, wenn es wieder Wäsche waschen gibt. Also mindestens das. Oder wenn, wie gesagt, Oma oder Mama wieder irgendetwas hat, wo wir uns drum kümmern müssen. Das ist ja eigentlich der Hauptgrund, warum wir denn hinfahren. Ja. So, und Ila ist jetzt schon ganz juckig. Du hast Appetit auf den Footy, ne? Hast du schon hungrig? Oh ja, hatte in jedem Fall. Dann wollen wir uns jetzt ruckrüsten für die Rückfahrt. Na, ich, ach so, ja, ne, pass auf, bevor wir uns das, soll ich mich schon, ach, wir bedanken uns später. Wir wünschen uns erstmal noch eine gute Weiterfahrt jetzt. Na, aber schön, dass ihr bis hier zusammen durchgehalten habt, wobei ich ja auch gespannt bin, was so von den Aufnahmen bei rauskommt. Und dann werden wir jetzt hier noch schauen, dass wir, ja, Ila, jetzt musst du dich noch ganz kurz zusammenreißen. Wir haben es gleich geschafft. Gleich kannst du ausflippen. Ich hoffe, dass euch das Rücklicht nicht direkt ins Gesicht blendet jetzt. Das wäre natürlich fatal hier. Ja. Ich hoffe, dass es nicht so happig ist für euch. Ansonsten kann ich es jetzt eigentlich auch nicht ändern. Ja, dann ist es halt so. Gut, hatten wir, Eli. Wie sieht's aus? Warte, fahren wir uns erstmal vorne noch den Charlie anmachen. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Nein. Dann lass mal jucken. Dein Döschen, was du gleich kriegst, dann sieht man nochmal vorne springt einiges rum, steht direkt noch auf dem Weg, 100 Meter vor uns. Ich kann es aber nicht sehen, was es ist. Ich mache mal die Lampe aus, damit es nicht so hell ist für euch. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal. Na, der Akku nicht mehr lange machen wird, der wird einfach auslaufen. Ich glaube, wir sind bald durch. Wir haben heute 3 verbraten. Recht vielen Dank fürs Zuschauen, für unseren normalen Alltag. Wobei das diesmal nicht ganz Alltag war, sondern dass eher ein seltener Alltag ist, aber normal ist. So passiert es auch ein paar Mal bei uns. Na, vielleicht alle. Alle 6 Wochen, na? Pi mal Daumen, 8 Wochen vielleicht, ja? Ja, doch, so ungefähr. Und da werden wir jetzt noch ein bisschen hier den Weg unsicher machen, beziehungsweise den unsicheren Weg ein bisschen heller machen. Auf dahin, drauf achten, ob er irgendwelche bunten Augen links und rechts sieht. Und euch natürlich, wie immer, viel Spaß draußen. Aber ist es gar nicht. Wir haben, wir haben schon 3:45, beziehungsweise 15.45 Uhr, 16:15 Uhr am nächsten Tag. Neue Perspektive, mal was ganz was anderes. Kann ich mir jetzt erlauben, da ich gerade auch Solo fahre.
zum allerersten Mal seit enorm langer Zeit. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal vorgekommen ist. Das muss schon Jahre her sein. Und ich weiß sogar nicht den Grund mehr. Sonst ist der Ila immer dabei. Aber heute geht's wirklich nicht. Der Junge ist fix und alle. Also wir sind ja, das ist gestern Abend, ich habe ihn noch verfüttert und dann gleich weg war er. Da war nichts mehr los, ja, wie ein Stein, wie ein Klotz. Also ins Bett ist er noch gekrochen, ja, das war es dann auch. Und wir hatten ja heute Stromabschaltung, um dennoch was an diesem Tag zu schaffen. Also neben dem, was wir jetzt gerade machen, bin ich dann auch wieder um 4 aufgestanden und habe Sachen halt am Rechner gemacht. Genau pünktlich bis zu der Minute, da sind sie wirklich auf die Sekunde immer. 8.30 Uhr, bam, alles tot. Ja, und damit Eli denn aber weiterhin Ruhe gibt, weil er hat ja gemerkt, dass ich denn wach bin. Er wollte schlafen, aber ist das allbekannte Problem ohne mich, wenn er einmal wach gewesen ist, fällt es ihm schwer wieder einzuschlafen. Naja. Also habe ich mich nochmal mit Eli hingelegt, damit er heute seinen wirklich ruhigen Entspannungstag hat. Und das haben wir bis jetzt eben gemacht. Und der ist immer noch fertig. Er liegt immer noch, ich wusste ja, dass ich ohne ihn heute fahre. Das war mir gestern schon klar. Ich habe ihm gerade trotzdem nochmal das Geschirr hingehalten, so vor der Augen. Normalerweise ist die Reaktion sofort Schwanzwinkel drauf zustürmen, zieh an. Was hat er heute gemacht? Absehbar. Geguckt, zur Seite weggeguckt und ist weggegangen. Gegangen, getrottet, könnte man sagen. Ein eindeutigeres Zeichen gibt es nicht. Der hat heute keinen Bock. Und deswegen bin ich allein mal unterwegs, nämlich wegen dem Keilriemen. Ich hätte heute wahrscheinlich ähnlich wenig Bock. Oder habe jetzt zu fahren, aber nützt ja nichts, muss ja irgendwo weitergehen. Aber wenn ich jetzt einen Tag rumsitze, beziehungsweise ist ja ein Tag, der weiter verschreift, das kann ich mir nicht erlauben. Und dann hatte ich denen ja auch gesagt, dass ich heute komme zum Abholen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Diese Fahrt findet jetzt tatsächlich nur, das sind über 20 Kilometer, nur für einen Keilriemen. Ich habe kein Paket, was ich wegbringen muss, nichts, der Rucksack ist leer, nur Schlösser drin. Oh, vorne Verkehr. Das ist auch mal ganz selten, dass man hier jemanden trifft, ja. Gut. Und ja, aber ich dachte mir, wenigstens, also neben dem Keilriemen etwas fliegen. Wenigstens etwas Produktives. Auf dem Rückweg dann noch mit einkaufen. Ne? Da nehme ich euch jetzt nicht mehr, kennt das ja. Ja, das müssen wir jetzt nicht machen, aber das wisst ihr, ich muss auch mal was für Eli wieder mitholen. Da sind in den letzten Tagen haben einige Leute den Spendenknopf gedrückt, was mich wirklich sehr freut und das hat mich jetzt gleich dazu animiert, für Eli endlich mal wieder Murren zu kaufen. Die sind ja momentan, also zumindest bei uns, jetzt weiß ich nicht, was sie bei euch kosten. Aber bei uns unverschämt teuer. 4 Euro die Tüte. Also eine 2 Kilo Tüte nehme ich immer. Und das ist einfach zu viel. Das ging nicht mehr. Normalerweise frisst er 2-3 Rüben am Tag. Aber das ist ja, Eli's Hundefutter so, ist schon teurer als das Essen, was ich esse pro Tag. Das ist schon Wahnsinn. Ja, und dann noch die Knabbereien. Das haut ordentlich rein, aber jetzt gönne ich ihm die mal, beziehungsweise brauche ich das auch bezüglich nach dem Seerundgang, dem Durchfall. Ja, hatte ich ja gesagt, hat er sofort meinen geroschenen Möhrenbrei bekommen. Also alles, was ich noch eingefroren hatte an Bestand, das muss man in der Regel, sollte man das mindestens 3, wenn nicht sogar vielleicht 5 Tage am Stück füttern. Naja, so viel hatte ich aber nicht mehr. Deswegen hat es noch nicht zu 100% geholfen. Ne? Muss jetzt also gleich was Neues nachmachen. Es geht ihm aber dennoch schon so gut wie wieder weg. Aber das ist eine harte Nummer gewesen. Das sollte man nicht unterschätzen und nicht ohne Grund.
geht es anderen deutlich schlechter, die sowas da an dem Wasser zu sich nehmen. Ich weiß, es ist schwierig, aber was willst du machen? Ich kann dem Hund ja nicht verbieten zu trinken unterwegs, wenn er es trinken will. Also es gibt Momente, da kann ich das steuern, aber ich habe ihn ja nicht die ganze Zeit im Blick. Das ist ja Sinn eines Freilaufes, ja? Damit er hingehen kann, wo er will. Naja, gut. Also Morüm brauchen wir in jedem Fall wieder und dann kriege ich für mich vielleicht auch noch was. Auf dahin. Heute wäre die Sonnenbrille wahrscheinlich richtig ideal gewesen, ne? Aber jetzt muss man meine Augen mal wieder ein bisschen schonen bezüglich der Kontaktlinsen. Da dachte ich mir, oh, da hinten stehen drei Reihen auf dem Feld. Die seht ihr jetzt nicht. Ich bin aber gespannt, wie diese Perspektive aussieht. Hatten wir so auch noch nicht. Denn ich wollte mit einem Kumpel mal einen kleinen Ausflug machen, einen Radausflug. Und hatte überlegt, A, wie wir Eli da mitnehmen können und B, wo ich die Kamera denn anbringe, wenn wir denn eine anbringen. Probiere ich jetzt also mal wieder so ein paar Perspektiven aus, verbinde das eine mit dem anderen und ich habe ja drei potenzielle Halterungen bei mir am Rad für die GoPro. Einmal die, die ihr jetzt die ganze Zeit schon gekannt habt, dass ich euch hinten an den Rahmen festmache, an die Lenkstrebe von der Hinterachse. Die ist nicht so super geeignet, auch wenn ihr das am meisten seht. Aber weil mein Rahmen an der Stelle eckig ist und die Halterung, die ich habe, ist für ein Rohr, das heißt rund, hat die nicht 100% Auflagefläche und scheuert da hinten alles kaputt. Sowohl meine Folierung am Rahmen, die ich extra da angebracht habe, als auch die Halterung sich selbst. Nicht so toll, aber gerade wenn wir mit Ila unterwegs sind, eigentlich die einzige Perspektive. Und da wir ja zu 99% mit Ila unterwegs sind, ist das halt so. Und die anderen Perspektiven sind jetzt genau die ich hier noch habe auf dem Lenker. Das ist ein fester Knubbel. Die habe ich in letzter Zeit gar nicht mehr benutzt. Ist schon bestimmt 2 Jahre her, dass ich das letzte Mal eine Anwendung hatte. Und auch noch nie mit dieser Verlängerung hier. Die gucken wir jetzt mal an. Und dann habe ich noch hier unten eine am unteren Rahmenrohr. Das ist die Perspektive Federgabel. Nach vorne nur. Da siehst du praktisch nur das Rad mit Dämpferelement. Naja, und das gucke ich jetzt, was vielleicht für den Ausflug da die geeignetste Perspektive ist. So, dass wir am besten was drauf kriegen. Auf dahin, ich habe mich schon fast in eine Stadt gequasselt jetzt hier. Schönes Ding. Haben wir jetzt noch, naja, Zähne fast, ja. Gucken wir mal. In eine Sonne legen, das wäre es heute gewesen, ja. Naja, ich hoffe, ihr macht es wenigstens. Tja, da sind wir. Ich versuche mal noch lustig zu sein. Oh, ist auch nervig jetzt, dass der Radlenker bewegt, muss ich aufpassen. Ich habe gesagt, ich habe nichts bei. Das ist mein Alter. Und das ist auch der einzige Keilriemen, der heute in diesem Rucksack ist. Ich bin pappesatt. Ich bin pappesatt. Ist nicht da, ist nicht gekommen. Der Kollege, der mir den gestern verkauft hat, hat gesagt, ja, ist in jedem Fall bis morgen früh da, ist gar kein Problem, der kommt mit. Morgen früh ist er da. Habe ich gesagt, naja, alles klar, gut. Ich hätte auf Ila hören sollen und zu Hause bleiben sollen. Er ist nicht mitgekommen, hat sie gesagt. Warum auch immer, er ist nicht da. Und warum, er konnte sie mir auch nicht erklären. Es gibt keinen Grund dafür. Jetzt bestellst du etwa extra, bestelle ich nichts im Internet. Ja, genau aus diesem Grund. Weil da die Händler
mit Sachen werben, von denen ich vorher schon weiß, dass sie sie nicht haben. Weil die Sachen so selten sind. Nämlich ein solcher Keilriemen. Es ist eigentlich, ist unfassbar. Vor 20 Jahren hast du den an jeder Ecke gekriegt. Überall in Tankstellen hängen die aus ohne Ende. Heute gibt es den nicht mehr. Mit einem Grund natürlich, die Dinger halten einfach zu lange. Will keiner mehr haben. Heute gibt es nur noch China-Scheiße. Und auch die Markenhersteller fertigen so gut wie alle im Ausland diese Werbeprodukte, die ihr da seht, oder Werbebilder, wo drauf steht, Conti made in Germany. Wenn er das Ding wirklich bestellt, da steht nichts mehr mit in Germany. Steht made in Romania oder steht gar nichts made in, und dann ist es made in China drauf. Naja, das ist der Grund, warum die immer seltener wurden. Denn benutzt werden die ja natürlich weiterhin, diese Industrieriemen. Ja, für zum Beispiel landwirtschaftliche Zwecke. Ist ja nicht nur für Schneidermeister. Naja, ich bin jedenfalls pappesatt. Die Fahrt war völlig umsonst. Bei dem herrlichen Wetter habe ich mich jetzt fertig gemacht. Jetzt gehe ich wenigstens noch einkaufen. Und ich muss natürlich morgen wieder hierher fahren. Na, morgen früh rufe ich allerdings an, bevor ich losfahre. Und ich bin jetzt schon etwas skeptisch. Wenn die Tante mir hier nicht erklären kann, warum das Ding heute nicht mitgekommen ist, dann kann das auch bedeuten, dass das im System als Ja vorhanden ist, aber in der Realität, das heißt im Lager, eigentlich ein Nein ist. Und dann kommt er auch, dann wird er auch nicht morgen kommen, und dann wird er auch nicht übermorgen, dann wird er auch nicht in den nächsten zwei Wochen kommen. Dann sind das nämlich solche Sachen, die schon seit Monaten im Rückstand sind. Na, die Gründe dafür, darüber könnte man ein eigenes Video machen. Mir sind die bekannt, in der Öffentlichkeit wird was anderes erzählt. Da heißt es ja, es ist ein Sack Reisschuld, der irgendwo umfällt. Ja. Aber der Sackreis ist es nicht. Das sind ganz andere Gründe. Diese hier. Ich mache demnächst jetzt mal ein Video zu dem, es gibt ja zwei menschliche negative Eigenschaften, die das menschliche Streben auf unserem Planeten dominieren. Um nicht zu sagen, die dafür verantwortlich sind, dass die ganze Sache irgendwann den Bach runtergeht oder gerade am Gehen ist und immer mehr wird. Nummer eins sind Lügen. Und Nummer zwei ist die Gier. Die beiden Kombination ist tödlich. Und genau der Punkt mit den nicht vorhandenen Sachen, Rückstand, hohen Preisen, das ist die Gier. Kommt natürlich in Kombination noch mit der Lüge, weil wir denen erzählen, ah, wir sind nicht profitgierig, sondern es ist der Sackreis, der irgendwo umgefallen ist. Na? Gut, bevor ich jetzt hier eine Ansprache halte, ihr merkt schon, ich bin pappesatt, weil das waren jetzt immerhin über 20 Kilometer. Das habe ich ja da drinnen auch gesagt, die sagt, es tut mir aber leid. Kann die Dame ja auch nichts für am Schalter, das weiß ich. Ja? Aber derjenige, der dafür verantwortlich ist, dem wünsche ich gerade genau mal auch 20 Kilometer schön mit dem Fahrrad zu fahren, damit er sich nächstes Mal überlegt, ob er im System eine 0 oder eine 1 eintritt. Zum Beispiel. Lagerwirtschaft war damals auch mal besser. Kannst dich heute auf nichts mehr verlassen. Traurig. Außer auf eine Zusage von mir. Ne? Denn wenn ich sage, ich komme morgen, dann komme ich. Und dann wäre ich auch hierher gefahren im strömenden Regen, bei Hitze oder sonst was. Und seht ihr ja, der Grund, dass ich ohne Eli fahre, da muss schon etwas Gravierendes passiert sein. Und das Gravierende ist eine Zusage von mir gewesen, dass ich hierher komme. Na? Und natürlich wollte ich ein bisschen was Produktives leisten, nämlich nähen. Okay, gut. Ich versuche mich wieder einzukriegen, und wir werden wenigstens jetzt dem Eli noch was mitbringen aus der Shoppinghalle. Ja. Tut mir leid, ich kann euch jetzt keinen Keilriemen zeigen. Den Schuldigen dafür werden wir auch nicht so schnell ermitteln. Sucht euch einfach einen aus, ich bin's nicht. Auf dahin. Jo, willkommen. Eigentlich soll dieser zweite Nachtrag gar nicht so lang werden, aber ihr seht da, jetzt ist mir wieder was aufgefallen, nämlich, oder eingefallen. Der Björn hatte sich ja gewünscht, ein Video, gerade gestern erst, dass ich mal so einen normalen Einkauf zeige und mal bezüglich der Zutaten, das heißt, was drin ist in den Sachen, die wir uns eigentlich hier reinstopfen, dazu mich mal äußere. Also so eine ähnlichen Sachen wie in Skandinavien, wo ich nur ein bisschen intensiver wahrscheinlich auf die Nahrungsmitteltypischen Eigenschaften darauf hinweisen. Das mache ich natürlich gern, habe ich ja auch gesagt, keine Frage. Nicht hier direkt beim Einkauf, sondern bei mir zu Hause auf dem Klotz.
Habe ihm aber auch gesagt, dass es momentan, dass ich das auf einen Zeitpunkt schieben würde, wo ich wieder normal einkaufen kann, weil ich mir auch die normalen Sachen wieder leisten kann. Sonst könnte das einen falschen Eindruck machen. Na, es gibt ja Dinge, die ich jetzt kaufen muss, weil es nicht anders geht. Und da wollte ich euch aber trotzdem auch mal dran teilhaben. Ja, was das so ist. Also ich habe hier einen Korb voll und ich habe keine Ahnung, ob wir das überhaupt reinbekommen. Das könnte schwierig werden. Heute hätte ich wieder den großen Rucksack nehmen müssen. Ja, aber das ist jetzt echt minimal kriminell. Nun gut, also wir versuchen unser Bestes. Morüm, hatte ich ja gesagt. Ja, ich habe es mir jetzt gegönnt für 4 Euro. 2 Kilo mal. Ja? Natürlich beide für Eli. Eine Tüte mache ich gleich klein als Moroschenmöhrensuppe, denke ich. Also ein paar mache ich mir davon in jedem Fall ab. Und die andere natürlich für die Sofortverspeisung. Ja? Herkunftsland übrigens, habe ich gerade gesehen, ist Spanien, der Morüm. Jo. Ah. Ganz schön eng packen hier. Gut, dann geht's weiter mit, für den Einkauf bezahlt habe ich übrigens 37,91 Euro für alles das, was jetzt hier kommt. Ja? Jetzt müssen wir mal die Schlösser reinpacken, damit wir die auch noch mehr kriegen. Ja, wenn ich das Fahrrad anschließe hier draußen, ist ohne Eli ist mir echt nicht wohl. Ja, da habe ich keine Ruhe zum Einkaufen. Ja, wenn Eli draußen steht, habe ich auch nicht unbedingt viel Ruhe, aber dann passt er wenigstens auf mein Fahrrad auf. Ja. Also übrigens doch so ein Ding, auch total lustige Sache. Wir hatten hier gerade eine junge Dame drin, die hat sich schick rausgemacht und ihre Figur dahingehend betont, dass das Hinterteil, denke ich, in jedem Fall herausragend betont war. Darf man das so sagen? Wisst ihr, was ich meine? Ja? Das heißt, natürlich guckt man hin. Auch ich gebe zu, habe hingeschaut, wie sehr viele andere auch. Allerdings beim Rausgehen aus der Kaufhalle, da stand ein Typ, dem ist schon an der Kasse der Zahn getropft. Also hat. Ohne Ende. Da dachte ich mir schon, und das Krasse war, der war in Begleitung seiner vermeintlich eigenen Frau da. Die hat das nämlich auch schon gesehen. Ja. Und jetzt beim Rausgehen wäre er tatsächlich mit dem, die haben da so ein Regal aufgebaut am Eingang, wenn du reinkommst, ein bisschen eng, wäre er fast mit dem Regal kollidiert, weil er seinen Blick, der hat nur noch einer Sache gefolgt vorne. Fand ich ganz interessant, gehört auch irgendwie dazu, ja, nimmt man so wahr. Es ist ja Frühling, ja, aber man kann es so ein bisschen übertreiben, finde ich. Nun gut, gehen wir weiter. Ein Glas Wiener, nee, Frankfurter sind das, glaube ich, Würstchen hier. Das ist einer der Punkte, die ich sonst nicht kaufe, wenn ich es mir leisten kann. Das hat in dem Zusammenhang mit, da ich mir ab und zu mal so eine Art versuche, halbwegs gesunden Hotdog zu machen. Und da bekommt auch Eli ein bisschen was von ab, wisst ihr? Das hat es vorher auch nicht gegeben. Deswegen wollen wir da nicht weiter drüber reden. Genauso wenig gibt es eigentlich so etwas hier. Die habe ich mir nur gekauft, weil sie im Angebot waren und rein rechnerisch für 2,70 Euro ist es günstiger, als wenn ich mir die Kartoffel selber schneide und dann zubereite. Tatsächlich, das habe ich mich beim letzten Mal gemacht. Ich hatte jetzt schon mal lange Lust, mal wieder Bock auf Pommes, sonst hole ich die, wie gesagt, nicht. Ja, weil denn normalerweise zahle ich ruhig ein bisschen mehr für ein selbst zubereitetes Gericht von den Zutaten. Das ist jedem, der vernünftig kocht, klar, dass das teurer ist als ein Fertiggericht. Ja. Das ist ja der Grund, warum man Fertiggerichte kauft, weil sie billiger sind und schneller gehen. Das hat so vorher nicht gegeben, aber ihr seht, man steigt ab. Ja, das tut mir herzlich leid, aber ich hoffe, dass sie sich schon wieder ändern. Und genau unter diesem Punkt fällt auch jenes hier. Ja, auch nur, weil sie im Angebot waren für 2,20 Euro. Oder 2,29 Euro war es so. Ja, haben wir uns das gegönnt. Und ich könnte jetzt natürlich sagen, das habe ich zum Kühlhalten meiner Milch genommen. Das wäre aber gelogen, denn die Milch hätte ich auch ohne Kühlhaltepacks genommen. Die Milch habe ich jetzt gekauft. Das ist übrigens jetzt meine Eins. Ich bin froh, dass sie die hier haben. Das war auch der Grund, warum ich diesen Schuppen hier angefahren habe. Ansonsten mag ich nicht unbedingt, weil ich wusste, dass sie hier mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Milch haben. Milch deswegen, weil bei uns gibt es hoffentlich heute Haferschleim. Mal hatte ich mal wieder Lust drauf, seit längerem, weil ich noch ein paar Bio-Haferflocken habe und ein paar Dinkelflocken. Da wollte ich mal zusammen, so wie wir unterwegs auf Tour gemacht haben, mit dem nicht angebrannten Haferschleim auf dem Feuer. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Das machen wir jetzt zu Hause auch.
Die Milch 1,45 kostet praktisch die frische Milch hier von aus Brandenburg, hier oben in nordöstlichstes Brandenburg. Kurin ist das Biofernreservat, soll keine Werbung sein, nur für den es interessiert. Die kostet genauso viel wie die Haarmilch. Da muss ich auch nicht lange überlegen. Ja, wir können jetzt darüber diskutieren, Milch hin oder her, wir hatten es glaube ich schon mal, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Jeder hat irgendwo sein Laster, bin ich der Meinung. Der eine, der gönnt sich eine Flasche Pilz und ich mal ab und zu eine Milch, wenn ich sie mir denn leisten kann. Ja, und das habe ich jetzt einfach mal getan wieder im Zusammenhang mit dem. Ansonsten, wenn ich es mir aussuchen könnte, ich habe bei mir auf der Webseite ja so einen kleinen Milchtest, da habe ich mal über 20 Sorten zusammengereviewt bei mir. Dann würde ich tatsächlich die möglichst regionale nehmen, also noch regionaler als die aus Brandenburg, nämlich die aus Sachsen-Anhalt vom Pfaffenhof. Die ist richtig geil, weil die ist unfiltriert, nicht sterilisiert, nicht homogenisiert, nicht ultra-hochgehitzt, rein gar nichts. Da schwimmen noch die kompletten Flocken drin. Das mögen wahrscheinlich die wenigsten Leute, ja, aber diese Milch ist unheimlich cremig, unheimlich sahnig und sehr intensiv vom Geschmack. Und leider gibt es sie nur, hätten wir gestern in Magdeburg holen müssen, ja, aber dann wäre die zu warm geworden. Gut, also zum Kühlen der Milch, unser Eispass. Und es passt rein. Ich bin froh, es passt rein. Also es sieht erstmal gut aus. Wir müssen zwar ein bisschen überpacken, aber es funktioniert. So, und jetzt kommen wir zu den vielleicht etwas gesünderen Sachen. Ich habe so zum Schluss abgehoben. Ein Dinkelmehl, Brot backen. Ich habe vorhin gerade den Teig angesetzt, nach dem Stromausfall noch fix. Ja? Nee, Quatsch, den habe ich vorher gemacht. Den habe ich vorher gemixt, genau. Und jetzt ist er wieder eingefallen, weil er nicht mehr ganz so fluffig in der Wärme stand. Und setze ich heute Abend noch mal ein bisschen in der Wärme. Und ich mache mir ja mal selber ein Brot. Das ist der Grund, ja. Und ich glaube, vom Celestin müsste ich noch was übrig haben. Der hatte mir, wenn ich mich da recht entsinne, auch was ins Paket gepackt bezüglich dessen. Ja, also das nehmen wir. Und dann, das habe ich noch gar nicht gesehen, fand ich auch ganz interessant. Da hat mich die Verpackung gereizt. Ich falle auch mal auf sowas rein. Seht ihr, ich bin auch nur ein Mensch, ja. Ich wusste natürlich, dass es made in Germany ist. Aber guckt euch das mal an. Von außen sieht es aus, als ob es ein original italienisches Mehl wäre. Ja? Rückseite ist natürlich deutsch. Und Herstellungsland ist natürlich auch eine deutsche Mühle. Kommt hier aus Siemer Postleitzahl. Ja? Aber hier steht zumindest drauf Bio nach Ökolandwirtschaft, EU. Wir wissen ja, was das bedeutet. Mich hat es nur mal interessiert, weil die sagen, es ist super speziell für Pizza. Und da möchte ich mir gerne wissen, wo der Unterschied ist zu dem, was ich sonst nehme. Ja? Ich nehme sonst auch, versuche mal ein Pizzamehl zu nehmen, was geeigneter ist. Pizza mache ich mir auch selber für all dies. Ne? Also Fertigpizza, das kaufe ich mir. Also auch wenn ich ganz tief sinke, die Fertigpizza kommt mir eigentlich nicht ins Haus. Ne? Das ist, jeder, die du selber machst, ist besser als einer von Dr. XY. Wissen wir. Ne? Gut, hatten wir. Und im gleichen Atemzug habe ich mir jetzt noch ein Brot geholt, damit wir mal was Frisches haben. Beziehungsweise ich das einfriere für die Zeit, wo ich mir kein Frisches machen kann. Ich habe immer eins in der Kühltour. Aber jetzt wird es doch eng mit dem Rucksack. Oh, oh, der ist schwer, der ist schwer. Dann eine Gurke. Achso, ja genau, zum Gemüsepreis. Das könnt ihr vielleicht noch sagen, ja? Warum die Karotten für 4 Euro so teuer sind. Gibt ja noch andere Gemüsesorten, die gerade zu dem Thema, was ich gesagt habe, Gier, ja, Profit, machen wir in jedem Fall ein Video, weil da ist kein Sack Reis umgefallen oder sonst was. Aber neben den Karotten wisst ihr, wofür eigentlich noch bekannt ist, Paprika, ja, das ist auch so ein Ding. Kostet immer noch 7,50 Euro gerade, ist praktisch auch, also unfassbar. Das ist die reine Gier, wie gesagt, das hat nichts mit irgendeinem was auch immer zu tun, da geht es nur um Abzocke. Und wo wir gerade bei Abzocke sind, den Verbrecherkonzern schlechthin. Warum muss ich den nehmen? Ganz einfach, weil das gerade im Angebot war, weil es A, die günstigsten waren und B, weil die anderen alle komplett braun waren. Das heißt, es war hier noch die einzige Banane, die noch nicht überreif war. Die hat jetzt gekostet tatsächlich das Kilo, normalerweise Bananenpreis bei uns gerade zwischen 2 Euro und 2,30 Euro. Das ist der normale Kilopreis. Das gleiche, Abzocke. Schlechthin. Bananen sind die Jungs unten in Ecuador oder wo kommen die gerade her hier? Guatemala, ja? Die kriegen davon nicht mehr, definitiv nicht. Und gerade nicht von diesem Konzern. Die sind ja dafür Menschenhandel eigentlich bekannt, was das da unten angeht. Wenn man das so sagen darf, hätte ich das jetzt vielleicht wegixen sollen. Ist es, aber wer sich damit mal beschäftigt hat, ganz finster, was da unten abläuft. Aber es waren gerade die einzigen und sie waren, wisst ihr, sonst unterstütze ich das nicht, aber ich habe schon wirklich ewig keine Banane mehr gegessen, also schon länger nicht mehr, das ist kein Witz. Und genau in diesem gleichen Zusammenhang habe ich mir jetzt mal gegönnt eine
Das fand ich auch lustig. Da lag ein ganzer Packen Mangos und da stand ein neues Wort. Das war mir so auch noch nicht klar, also habe ich noch nie gelesen. Und zwar angereift. Ihr kennt das wahrscheinlich, vorgereift. Das kannte ich zumindest. Jetzt stand da angereift. Ich weiß nicht, was angereift, wo der Unterschied zwischen an- und vorgereift ist. Bei vorgereift wissen wir eigentlich schon, kannst du auf den Boden fallen lassen, bleibt so, wie sie ist. Ja? Weil die ist unreif, ganz einfach. Und angereift ist meiner Meinung nach eine Stufe nochmal davor, weil die hätte ich mit einem Tritt gegen die Hauswand befördern können und sie wäre in der gleichen Konsistenz geblieben. Das Ding war knüppelhart, das ist praktisch nicht essbar. Selbst wenn ich das 3 Wochen lang in eine Plastiktüte packe oder eine Papierbox oder was auch immer, das Ding kann nicht essbar werden. Das ist also unfassbar. Ja, und da sollte das Stück 70 Cent kosten. Nee, 79. Aber die 79 Cent wäre verbranntes Geld. Jetzt habe ich also für eine vorgereifte, habe ich jetzt bezahlt, ich glaube 1,79 Euro. Genau. Ich kann mich nicht an die letzte Mango erinnern, aber an die vorletzte. Und die war in Schweden. Können wir uns noch dran erinnern? Und die war super lecker reif. Das ist schon eine ganze Weile her. Da seht ihr, dass ich mir sowas sonst nicht so oft gönne. Aber ich dachte mir, heute zur Feier des Tages, wo ich jetzt so beschissen wurde, was den Keilriemen angeht, ja, dass ich mir wenigstens den Tag mit einer Mango aufhelle. Und natürlich kriegt Eli was ab. Ist ja logisch. Ja? Der mag Mango auch super gern. Und ich hoffe, es geht ihm zu Hause noch ganz gut. Jo. Der Rucksack ist rammelstreckenvoll. Boah. Das sind, ich würde sagen, das sind 20 Kilo, so wie es anfühlt. Ziemlich genau, wenn nicht sogar noch mehr. Also das Ding ist richtig. Scheiße. Aber gut. Damit rechnest du ja nicht, aber sonst wäre die Fahrt jetzt komplett umsonst gewesen. Das konnte ich ja auch nicht machen. Ne? Gut, die nächste Fahrt ist übrigens, also mal abgesehen jetzt von dem nochmals Kairim, wird dann wieder eine Hängerfahrt werden, wo ich Getränke hole. Ich weiß nicht, ob ich das verfilmen will, ob ich das jemand antun möchte. Ich glaube, mit dem vollen Hänger hatten wir so auch noch nicht. Ja. Da packe ich rein, was geht, bis das Ding praktisch umfällt. Gut, alles klar. Auf dahin. Das Ding ist wirklich schwer und ihr wisst ja, auf dem Fahrrad wirkt das nochmal unangenehmer, als wenn ich damit jetzt laufen würde, weil ja die Hüftübertragung nicht funktioniert. Wollen wir nicht rumjammern? Na, was mir gerade noch eingefallen ist, bezüglich dem strammen Hinter, den ich gerade erwähnt hatte. Mir ist gestern in der Bahn auch aufgefallen, sowohl auf der Hin- als auf der Rückfahrt. Auf der Rückfahrt war es noch prägnanter, weil der Zug da noch voller war. Dass praktisch jeder, ich habe es mir angeguckt, also ist jetzt keine Verallgemeinerung oder Pauschalisierung, ich habe den Gang runtergeschaut und wo ich die Plätze beobachtet habe, jeder Mensch auf dem Smartphone rumgedaddelt hat. Da werdet ihr jetzt sagen, hey Dominik, wohnst du im Wald? Ja! Es gibt so Dinge, die schockieren, die mögen für den einen oder anderen Alltag sein, aber da ich sie nicht so oft mitbekomme, weil ich das nicht regelmäßig mir antue halt, ne? Das gehört nicht zu meinem Alltag, ist es für mich außergewöhnlich in der Hinsicht, wo ich, jetzt kommst du nämlich, das letzte Mal, wo ich mich aktiv so an Bahnfahrten erinnere, die Zeiten sind schon länger her, glücklicherweise, da haben die Leute ein Buch gelesen oder miteinander geredet. Vor allen Dingen, was ich ja gestern auch gesehen habe, wenn Leute offensichtlich nebeneinander sitzen und zusammen gehören. Ja, also das heißt, die kennen sich. Die könnten miteinander reden. Und beide haben aber auf dem Telefon rumgetippelt. Und das den ganzen Waggon lang. Und vermutlich jetzt mal hochgerechnet von meinem Waggon auch auf den Rest des Zuges. Das ist, also ich finde menschlich gesehen eine ganz schön erschreckende Entwicklung. Ja? Wenn man nicht mehr mit dem Neben mir redet, sondern stattdessen lieber was auch immer da online tut, ja. Nun gut, kurz was zum Nachdenken, ja. Oh, mein Freund aus dem GLS-Lager, der mir die Pakete auch manchmal nicht zustellt, ja. Gut, auf dahin. Wie spät haben wir's? Oha, es ist Punkt 17 Uhr. Wir waren eine ganze Weile unterwegs, wie ihr gesehen habt, weil jetzt die Kaufhalle hat einiges an Zeit gekostet. Ich werde das jetzt versuchen wieder aufzuholen, indem ich das ein bisschen reinfahre. Ich freue mich schon, wenn wir den Eli seine Mure und ein Stück von der Mango geben können. Da würde sich in jedem Fall freuen. Glücklicherweise kriegt er ein
da komme ich weiter. Es ist so mich verquasselt. Ja, war falsch abgebogen. Glücklicherweise kriegt der Junge nichts von diesem ganzen Theater hier mit. Na, Hund müsste man sein. Na, so versorgt werden, dann hätte man ein deutlich ruhigeres Leben. Auf dahin. Rückweg. Das ist auch eine herrliche Ruhe, ne? Ja. Das ist auch wirklich das Einzige, was ich gerade so genieße. Ohne Hund, weil sonst wäre in jedem Fall irgendetwas los. Ne? Ist ein krasser Unterschied. Und das jetzt auffällt, weil ich es ja ewig nicht gemacht habe. Irgendetwas ohne Eli. Ich will nicht sagen, dass das Leben deswegen langweiliger ist. Nicht, dass jetzt jemand meint, ach du großer Gott und so. Weißt du? Aber es ist deutlich erfüllender. Das kann man schon sagen. Ja. Hat also tatsächlich, auch wenn ich mich draußen betätigt habe, muss ich ganz ehrlich zugeben, es hat nicht so viel Freude gemacht wie sonst. Dafür aber konnten wir den fast Opa, ja, man muss es ja schon sagen, mit 9 Jahren, vor 4 Jahren, da konntest du mit ihm jeden Tag ohne Ende machen. Power, Power ohne Ende. Aber jetzt braucht er wirklich mal Ruhe zwischendurch, auch immer wieder. Denn hier ist das Hauptproblem, wie gesagt, das Laufen auf dem Asphalt für die Gelenke. Das ist das Schlimme daran. Nicht die Fitness oder die Ausdauer. Da geht es uns beiden ja ähnlich. Da ist man fertig, ja. Aber der nachhaltige Schädigungseffekt, um den geht es mir hier. Denn wenn man jetzt irgendwo mehrere Tage durch die Wildnis krauchen, ja, das ist mit Gepäck, das heißt Eli Rucksack, auch wahnsinnig anstrengend und belastend. Aber das steckt da unterm Strich dennoch besser weg, erholt sich davon schneller, als wenn ich jetzt jeden Tag mit ihm über den Asphalt laufen würde am Rad. Jo, dafür ist er also nicht gemacht. Das weiß ich und deswegen muss ich mich danach richten. Oh. Und ich freue mich schon gleich, wenn ich nicht da bin, der Rucksack ist wirklich schwer. Und gleichzeitig ärgert es mich auch, das hätte ich natürlich morgen genauso machen können, beziehungsweise mit der tatsächlichen Abholung eines Keilriemens verbinden. Denn so mache ich den ganzen Spaß nochmal. Jetzt ja, wahrscheinlich morgen, man weiß es nicht. Und in der Zeit hätte ich jetzt stattdessen viel sinnvoller nutzen können, indem ich zum Beispiel das Video hätte schneiden können von gestern. Der einzige Grund, warum ich jetzt überhaupt filme, ist genau der Punkt, warum es noch nicht fertig geschnitten ist. Jo, lassen wir das Video an der gleichen Stelle auslaufen wie gestern Abend. In unserem schönen idyllischen Radweg. Was haben wir heute gelernt? Ich würde mal sagen, wenn man unwesentliche Dinge beobachtet, dann sollte man die wesentlichen nicht aus dem Auge verlieren. Thema Hintern. Punkt Nummer 2 ist, verlasse dich nicht auf die Aussagen anderer. Thema V-Welt. Und Punkt Nummer 3, nicht ganz unwesentlich auch, menschliche Kontaktpflege. Lieber mal ein Wort miteinander reden, als permanent zu texten. Ja, Punkt Nummer 3, nur 3 Lektionen aus dem Leben bei einer Radfahrt. Das ist ein schönes Ding. Ich freue mich, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer viel Spaß. Draußen! Zwickchen, wie sieht's aus? Machen wir noch ein kleines Abschlussbild hier, ja? Aber ja, vorhin so rumgejammert haben unterwegs. Ich bin fix in alle, wirklich. Guck mal, Eli, hier gibt's erstmal ein lecker Mango. Und Eli giert in jedem Fall schon nach dem riesen Rübchen hier, ne? Oh ja, das ist was. Willst du den super Schmacko haben? Oh ja, den zieh dir mal rein. Und ich freue mich jetzt endlich auf eine schöne Tasse Milch mit ein bisschen Mango. Eben nebenbei schon ein paar Bienen gerettet, die sich hier wieder verflogen haben bei mir auf der Veranda. Und dann sterben die da leider alle immer an so einer Ecke. Weiß nicht, warum es die da hinzieht. Hm. Oh.
Auf dahin